So, los geht's hier mit Tabletop Racing World Tour mit der Meisterschaft. Wir fangen gleich mal an. Ne, wir machen Amateur. Ich habe schon mal ein paar Rennen gemacht, aber ich will euch was zeigen hier. Die habe ich schon abgeschlossen. Und hier geht's jetzt weiter. Pures Rennen, komme schneller ans Ziel als die anderen Fahrer. Es gibt keine Power-Ups, hier zählt nur die reine Fahrkunst. Faires Fahren ist optional. Verstanden. So, dann würde ich sagen, ziehen wir den Gegner mal ab hier. Mit reiner Fahrkunst. Also fast natürlich, ne? Wow. Hat sie mich wieder aus der Kurve rausgeslidet. Was hat der denn jetzt gemacht? Geh weg! Du... Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Ich hab's wieder in den Typen abgekürzt. Es gibt doch eine Möglichkeit, die aufzuholen. Oder ich bin einfach wirklich meine reine Fahrkunst. Ist jetzt nicht gerade. Ich würde sagen, das hat keiner gesehen. Vergesst das alles mal. Hey, ich denke, ich warte auch abkürzen jetzt. Oh, hab's sogar geschafft. Ja, schieb mich an. Die Kurve, ich kotze mich ein bisschen an. Ich denke, die muss ich ein bisschen anders nehmen. Oder ich kürze es nochmal ab. Macht er das natürlich auch. Ah, aber guck mal, ich bin jetzt schon am Fahrerfeld vorne mit dran. Ich krieg die Kurve einfach nicht. Das ist ja unnormal. Ja, ich bin vorne. Kurve eng genommen. Wie hab ich das geschafft? Letzte Runde ist auch noch vorgedrängelt. Ist ja richtig geil. Und noch richtig viel XP bekommen. So. Sparkflug Trophäe Finale. Sicher dir deinen Platz auf dem Siegestrote. Wenn er es verstanden. Ich würde sagen. Mit aktiven Power-Ups alles. Muss nur noch gucken, wo ich die Power-Ups da noch einsetzen kann, weil das ist gerade mein Problem eigentlich. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, oder? Oder kann ich es jetzt noch schnell machen? Einstellung. Bremsen, ja. Auto rückt den Rückspiegel, Page up. Ach, Power, Left Arrow und Right, alles klar. Das ist linke und rechte Pfeiltaste. Und noch habe ich nichts hier. Das muss man nicht erst einsammeln, hier zum Beispiel. Ach nee, das ist ein Würfel gewesen. Da, die Dinger zum Beispiel. Die irgendwie immer geklaut werden hier. Sag mal. Ich will mal eins von den Dingern haben.
Boost ist das? Hab ich ihn angegriffen? Das ist schon mal gar nicht mehr so schlecht. Oh fuck, das schießt nach vorne. Gut zu wissen. Ah, okay, da gibt es verschiedene Raketen. Hab schon mal einen Platz gut gemacht, schnell. So. Oh nein. Lass mich überholen. Platz 3. Okay, also so sieht hier bei diesem Spiel aus den Meisterschaften alles aus. Okay. Ach, Meisterschaft sind 3 Rennen. Stand da zumindest ein Rotor, Rennen 1 für 3 oder so. Geht's ja gleich weiter. Boah, bin ich erst dazwischen durchgefahren. Das war's mir zu bewerten oder was? Ich muss erst wieder das Feld drauf ankommen. Aber okay. Ist mich verarscht. Hat er mich eingefroren? So ein Assi. Kann ich auch. Alter, ich eck hier aber überall an. Wo ist denn 7? Ach du Scheiße. Boah, und ich krieg die. Nee, das ist jetzt nicht passiert, oder? So, okay. Bin wieder am Fahrerfeld dran. Haben mich auf Platz 4 vorgearbeitet und wir sind ja schon im Ziel. Ach du Scheiße. Das ist jetzt scheiße eigentlich. Ich hab's ja auf Scheiße schon gesagt bisher. Okay, Platz 4. Ist jetzt immer noch nicht gerade viel besser. Rennergebnis und Gesamt bin ich immer noch auf Platz 3. Das ist in Ordnung. Aber Gleichstand mit dem nachfolgenden. Das heißt, das letzte entscheidende Rennen entscheidet jetzt alles. Erster Platz wird es wahrscheinlich nicht mehr, aber bestimmt noch. Zweiter oder so. Hoffen wir es einfach mal. Vielleicht sollte ich mir einfach mein bestes Auto leisten. Boah, guck mal, ich bin jetzt schon auf Platz 4. So nicht, mein Freund. Nein. Nee. Bin ich jetzt ernsthaft von Platz 2 auf Platz 8 runtergefallen? Ist doch nicht dein Ernst. Alter, was sind das für Assis? Drängt ihr ihn ja die ganze Zeit aus?
Mal ganz ehrlich, ich habe das jetzt mit letztes Rennen gerade rausgeholt, mein ganzes Sieg. Wow. Wow. Ja, da kann ich gleich mit reinfliegen in den Müll. Komm, ich will das gar nicht sehen. Das ist es. Ich hab's verstanden, ich hab verloren. Okay, jetzt zeige ich euch noch schnell mal, was es hier alles gibt. Ja, genau. Ich tue es auch verbessern. Garage. Der Breaking Bad Mobil. Sind die besser? Bisschen schwerfällig am Start. Den mag ich. Kaufe ich. Guck mal, kann ich hier noch maximal trennen, nochmal 1000 dazu bauen. Nur nochmal Beschleunigung. Weil das andere fehlt Geld. Okay, aber mit dieser geilen Karre treten wir jetzt nochmal online an. Ich wusste gar nicht, dass es hier einen Online-Mehrspieler gibt. Gucken wir mal. Da ist eine Lobby offen. Ach so, ich brauche ja noch DLCs dazu oder was? Was gibt's denn hier für DLCs? Das seht ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht. Aber kann ich euch sagen, Supercharger Pack, Turbo Paket, Turbo lade dein Tabletop Racing World Tour Erlebnis und Tabletop Racing World Tour Tropical Ice Pack. Okay, na gut, da kann ich euch leider keinen Mehrspieler zeigen, weil ich könnte das Spiel husten. Einmal, sagen wir mal, drei Leute. Können wir mal gucken, ob da irgendeiner beitritt. So wie es aussieht, wird ja keiner beitreten. Das heißt, ich muss mal versuchen, irgendjemand zu finden, der nochmal mitspielt. Wir können auch Spezialevents machen bei Profi. Dann möchte ich mehr Münzen zu gewinnen. Oh. Dafür brauche ich ein benötigtes Auto. Guck mal, das habe ich. Und probieren wir das jetzt nochmal mit dem Auto. Obwohl ich eigentlich das andere Auto zeigen wollte. Ich möchte das andere Auto lieber zeigen. Garage, das Auto ist ausgewählt. Meisterschaften. Hier, Zeitrennen. Machen wir das Zeitrennen nochmal. Besser als je zuvor. Auf geht's. Und das ist gegen niemanden. Einfach nur ein Rennen um die Zeit. Ganz ehrlich, fährt sich auch gleich ganz anders. Speed ab und zu mal aufnehmen. Ach du Scheiße. Das wird kein neuer Bahnrekord. Was ist denn hier los mit dieser Kurve? Aber auf jeden Fall schneller als beim letzten Mal. Und ich würde sagen, die 1-3 kriegen wir auch noch hin, wenn wir nicht runterfallen. Also wiederholen wir das nochmal. 1-3 ist machbar mit nicht runterfallen und mehr Boost. Ja, den Boost hätte man zum Beispiel einsammeln müssen.
20 Sekunden. Ich muss sagen, könnte ganz schön knapp werden. Wird richtig knapp. Aber nein, nein, ach so knapp. Nee. Das lasse ich nicht mehr auf mir sitzen. Wenn ich das halt noch einen ganzen Tag machen muss. So, viel zu lange gebraucht. Das war die Runde mit dem Start, also ist es eigentlich noch legitim. Fuck. Nee. Nee, das wird auch nix. Nee, können wir gleich nochmal, probieren. Viel zu oft schon angeeckt. So. Mal schön die kürzeste Route nehmen. Wow. Nein! Na, das schaffe ich auch nicht. Ja. Einmal probieren wir es noch. Einmal nochmal immer komplett durchfahren. Mit voller Konzentration. Nee. Das kannst du wieder vergessen, ja. Das wird vorne und hinten nichts. Vielleicht sollte ich aufhören, auf die Zeit zu gucken. Fahr damit dann einfach besser. Ich gucke gerade nicht mehr auf die Zeit und ich habe es natürlich nicht geschafft. Na gut, ja, okay. So, ich würde sagen, habt ihr dieses Spiel? Kennt ihr jemanden, der dieses Spiel hat? Ich suche euch jetzt. Ich mache jetzt einen offiziellen Aufruf zum Tabletop. Wie hieß das Spiel? Tabletop Racing World Tour. So heißt das Spiel. Damit wir mehr Spiele mal probieren können. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf Philips Teststrecke oder zu ähnlichen Projekten. Ciao!